In diesem Video werde ich Ihnen zeigen, wie Sie mit Hilfe von Bereitstellungsprofilen und Visual Basic ganz einfach Ihre XR-Daten verwalten können. Okay, beginnen wir mit der Erstellung eines neuen Bereitstellungsprofils. Sie können dies tun, indem Sie den Integrator-Tab in XR auswählen und einen Doppelklick auf Bereitstellungsprofile ausführen. Wählen Sie die Erstellen-Option in der oberen Menüleiste und geben Sie im nachfolgenden Dialog den gewünschten Profilnamen an. Sie haben nun die Option, Business-Objekte zu Ihrem Profil hinzuzufügen. Klicken Sie dazu auf Bereitstellen in der rechten Menüleiste. Wählen Sie ein Business-Objekt aus und klicken Sie auf Erstellen. Sobald Sie die Vorschau sehen, klicken Sie erneut auf Erstellen. Nachdem Sie dies getan haben, wurde Ihr Profil erstellt. Speichern Sie nun die Änderungen, indem Sie auf Datei, Speichern auf Host klicken und die Eingabe bestätigen. Klicken Sie anschließend auf Verwalten, Webdienstkatalog generieren. Der nun folgende Vorgang kann eine Weile dauern. Ich habe jedoch eine Vorschau des Ergebnisses für Sie vorbereitet. Es handelt sich hierbei um eine WSDL-Datei, die aus Ihrem Bereitstellungsprofil erstellt wurde. Um die Funktionalität Ihrer WSDL-Datei auch innerhalb Ihres Projektes zur Verfügung zu haben, müssen Sie eine Service-Referenz hinzufügen. Sie können dies tun, indem Sie auf Ihr Projekt rechtsklicken und Hinzufügen Service-Referenz auswählen. Klicken Sie auf Erweitert und wählen Sie Web-Referenz hinzufügen aus. Kopieren und fügen Sie die URL Ihrer WSDL-Datei in Visual Studio ein. Durch einen Klick auf den Button wird die Anwendung versuchen, die Datei zu beziehen. Wie Sie sehen können, hat dies funktioniert. Klicken Sie nun nur noch auf Referenz hinzufügen und nun stehen Ihnen alle Funktionalitäten der WSDL-Datei zur Verfügung. Sie können auch wie gewohnt den Namespace in der Code-Ansicht importieren. Ich werde Ihnen nun zeigen, wie Sie schnell und einfach ein Beispielprogramm für das Testen Ihrer WSDL-Datei erstellen können. Beginnen wir damit, dass wir den Namespace importieren. Hierbei geben wir den Projektnamen gefolgt von WebReference an. Als nächstes werden wir die notwendigen Variablen deklarieren. Die System Operations-Variable wird für den Verbindungsaufbau genutzt. Die TemplateDFN-Variable wird all unsere Templates enthalten, wie zum Beispiel das Hinzufügen, Bearbeiten oder das Löschen-Template. Der Kontext ist im Grunde genommen unsere Session und wir werden diesen nach dem Einloggen erhalten. Für das Ein- bzw. Ausloggen benötigen wir eine Login- sowie eine Logout-Response. Die letzte Rückmeldevariable, die wir benötigen, ist die Maintenance Response. Diese wird eine Antwort auf unsere Bearbeiten-Anfrage enthalten. Um die Anfrage auszulösen, wird die TileSVC-Variable benötigt. Doch diese enthält weder die Änderungen, die wir durchführen möchten, noch die Information, woran die Änderungen durchgeführt werden sollen. Hierzu benötigen wir zusätzlich noch eine TileKey und eine TileVariable. Und die letzte Variable, die wir benötigen, ist der ReasonCode, welchen wir später mit einem beliebigen Grund für die Änderung füllen. Packen wir den nun folgenden Codeabschnitt in eine separate Funktion. Sicherheitshalber wird der nun folgende Code mit einem Try-Catch-Block umschlossen. Beginnen wir mit dem Login-Vorgang. Hierzu benötigen wir die Login-Response sowie die System Operations bzw. deren Funktion Login.
Geben Sie den Benutzernamen, das dazugehörige Passwort und einen Timeout Ihrer Wahl an. Im Anschluss daran überprüfen wir den Inhalt der Login-Response-Variable. Sollte der Vorgang erfolgreich gewesen sein, so fahren wir mit der Ausführung fort, andernfalls geben wir False zurück. Hat der Login also funktioniert, versehen wir unseren Reason-Code mit einem Inhalt. Als nächstes werden wir festlegen, welches Teil wir verändern werden. In meinem Fall handelt es sich um das Teil namens Test. Das entsprechende Teil in XR sehen Sie hier. Das eigentliche Attribut, das wir verändern werden, ist das Gewicht pro Einheit. Ändern wir dieses also aus Testzwecken zu 25. Darüber hinaus müssen wir dem Teil den entsprechenden Schlüsselwert zuweisen. Den Kontext erhalten wir, indem wir ihn der Login-Response-Variable entnehmen. Dieser Kontext wird dazu benötigt, die Templates zu beziehen. Wir müssen nun die eigentliche Änderungsanfrage auslösen. Hierzu benötigen wir erneut den Kontext, das Teilobjekt, welches verändert werden soll, den Grund für die Änderung und zu guter Letzt das Template, welches verwendet wird. Beachten Sie hierbei, dass der Template-Array mehrere Einträge enthält, aus denen Sie den richtigen für Ihre Aktion auswählen sollten. In meinem Fall handelt es sich um Template Nummer 7. Sollte die Änderung erfolgreich gewesen sein, so gibt unsere Funktion True zurück. Im gegenteiligen Fall wird dies ein False sein. Als letztes sollte der Logout-Vorgang nicht vergessen werden. Hierzu wird erneut auf die System Operations zurückgegriffen, respektive deren Funktion Logout, welche nochmals den Kontext benötigt. Und damit wäre unsere Testanwendung bereits fertig. Wir müssen nur noch innerhalb des Form-Load-Ereignisses unsere Funktion aufrufen, zwei Breakpoints setzen und können den ersten Testlauf beginnen. Da wir problemlos den ersten Breakpoint erreichen, fahren wir direkt fort. Hierbei können wir direkt sehen, dass durch das Erreichen des zweiten Breakpoints der Login-Vorgang erfolgreich abgeschlossen wurde. Durch einen erneuten Klick auf Fortfahren zeigt sich uns die leere Windows-Form, wodurch wir sehen können, dass der Code vollständig ausgeführt wurde. Werfen wir nun einen Blick auf unser Beispielteil Test, welches wir durch Drücken von F5 aktualisieren können. Und wie Sie sehen können, hat sich das Gewicht pro Einheit zu den gewünschten 25 geändert. Was Sie hier gesehen haben, ist alles, was Sie zum Verwalten Ihrer Daten in Visual Basic benötigen. Ich hoffe, Ihnen hat das Video gefallen und danke für Ihr Interesse.